Und das war schon wieder. Wir freuen uns auf... Nein, wir freuen uns auf unsere unverbrüchliche Ochse Bayern Amerika. In den Staaten herrscht noch gesunder Menschenverstand. Diejenigen, die Cowboy und Indianer spielen, das werden diejenigen, die später zur Feuerwehr gingen. Und deshalb sage ich ganz klar, Manitou, rette uns! Nicht schon wieder. Doch, denn von Amerika lernen heißt siegen lernen. Ein Greis oder ein verurteilter Krimineller sollen die Geschicke der Welt bestimmen. Schöner Sieg. Ja, eben. Wie eben? Na, was lernen wir? Es kommt aufs Führungspersonal an. Da hat die Union ja Friedrich Merz und der ist weder Greis noch kriminell. Upsi. Nenn mich nicht Hupsi. Ich bin ein freiheitsliebender Ehrenmann. Huck. Wie dem auch sei. Möchten Sie mit den Bildern da nahelegen, dass zwischen Friedrich Merz und Sleepy Joe, also Herrn Biden, irgendeine Gemeinsamkeit besteht? Ich möchte da erstens mich gegen jede Parallele allerstrengstens verwahren. Und 15. Sag's wie ein echter Cowboy, grad raus. Na, ich meine, beide haben als Kandidaten deutlich weniger Rückhalt als mögliche andere Kandidaten. Ah, die Umfragen. Und beide sagen manchmal Sachen, die was Parteifreunde und Bürger beunruhigen. Also gesehen, aber Sie können doch nicht ernsthaft... Zensur im Mainstream-Funk. Moderator erteilt Ministerpräsident Denkverbot. Skandal. Wir müssen uns die Demokratie wieder zurückholen. Unser Steckrüben-Trump. Wenn also jemand immer Sachen sagt, wo sich die Leute die Haare raufen, dann kannst du den im Grunde nimmer unbeaufsichtigt lassen, oder? Kannst du versuchen. Also auch wenn es mir widerstrebt, hier dauernd als Merz-Verteidiger aufzutreten. Sie können doch Merz und Biden nicht wirklich vergleichen. Aber Sie können doch nicht bestreiten, dass bei Biden die Partei erfolgreicher dastehen wird, wenn eine personelle Alternative da wäre. Bei Biden? Ja, bei Biden. Gott sei Dank kann ich amerikanisch. Wonderful. Aber haben Sie nicht erst letzten Freitag wieder gesagt? Der klare Favorit ist Friedrich Merz. Habe ich gesagt. Großes Indianer-Ehrenwort. Also, es gibt keine personelle Alternative zu Friedrich Merz, oder? Kanzlerkandidatur, wenn das sein müsste und man gezwungen wird, ja, dann müsste man sich das überlegen. Zur Kandidatur geknüppelt, furchtbar. Aber was könnte Sie zwingen, gegen Ihren erklärten Willen als Kandidat anzutreten? Dass Friedrich Merz mich bittet, dann hätte ich ein Problem. Und ich eins weniger. Es ist schon eine Qual, wenn man so gezwungen und gerufen werden muss und dann schlimme Probleme hat, dass Sie das alles auf sich nehmen. Das ist halt gelebter Patriotismus. Das muss man am Amerikaner nicht erklären. Ihnen scheinbar schon. Und wie bescheiden der Markus ist. Biden wird nur durch Gott persönlich abberufen. Bei ihm tut's auch der Merz. Na dann, gute Nacht. Wollen Sie noch mehr? Hammer.